Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade in meinem Gaming-Zimmer. Mit Schlafsache noch, weil ich bin gerade aufgewacht. Ihr seht, der Ton ist besser, weil ich habe jetzt hier so Akustik-Schaumstoffmatten. War komplett in weiß, also man erkennt es nicht so krass. Ist so dezent und so. Mag ich ein bisschen mehr als so futuristische Schaumstoffmatten, die unnormal kacke aussehen und die jeder hat. Aber es kommen noch ein paar Sachen. Wir haben das ja im Video zusammen eingekauft alles. Könnt ihr gerne abchecken. Heute ist ein cooler Tag. Heute fahre ich nach Düsseldorf, bin bei der Eröffnung des Ladens von René dabei. Und ich werde noch so ein paar Sachen machen müssen. Nehmt euch auf jeden Fall mit. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefällt. Und abonniert den Kanal nicht. So, ich habe noch meine Schlafsachen an. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Unterhose wechseln und generell meine Kleidung wechseln. Ich weiß nicht, warum ich das mit der Unterhose erwähnt habe, aber ich ziehe mich jetzt um. Outfit wurde gewechselt. Ich habe auch das erste Mal wieder einen Ohrring an. Ich habe ja 2 Ohrringe mir mal geholt gehabt, also für beide Seiten und einen verloren. Seitdem hatte ich die nie wieder an. Wieder angezogen. Ich weiß, dass wenn man auf einer Seite einen Ohrring anzieht, das eine bestimmte Aussage hat. Ich weiß aber nicht, auf welcher Seite das war. Einfach links angezogen. Ich hoffe, es passt, dass ich damit nichts aussage, sondern einfach nur einen Ohrring trage. Ich will mich beeilen, weil bevor wir nach Düsseldorf fahren, habe ich noch einen Termin. Da frühstücke ich auch ein bisschen was. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich hatte hier gestern vor dem Stream ein paar Sachen abgelegt. Falls ihr euch fragt, was das ist, ich wollte nicht vergessen, die Sachen mitzunehmen, denn die sind alle abgelaufen. Ich habe immer so viele Sachen, die abgelaufen sind. Wenn man alleine wohnt, das passiert so oft, ne? Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch alleine wohnt und das auch hat. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Weil als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, war das natürlich nicht so. Alleine, alle meine Sachen sind, die Hälfte ist abgelaufen. Zum Beispiel so Brot kaufe ich gar nicht mehr. Ihr fragt euch, warum? Brot läuft voll schnell ab, lohnt sich gar nicht. So, wenn ich mir Brot kaufen würde, eine Scheibe max. So, weil ich esse nicht so viel Brot und der Rest wäre dann abgelaufen. Das ist so dumm, ne? Alleine wohnen und essen passt nicht zusammen. Alleine wohnen, essen, bestellen, das passt zusammen. Aber das will ich nicht. Ach, Digga, es muss aufhören. Egal, wir nehmen die Sachen jetzt auch noch mit runter. Wird hier jetzt natürlich auch alles fachgerecht entsorgt. Die Trauben ohne die Verpackung in die Biotonne und die Verpackung bei Wertstoff mit rein. Und jetzt wird Misaki nochmal eingeheizt. Das ist die letzte Zeit mit Misaki. In 2 Wochen haben wir das neue Auto da. In 2 Wochen werde ich euch das neue Auto zeigen und es abholen. Jetzt nochmal ein paar letzte Ründchen mit Misaki drehen. Übrigens, Kennzeichen, habe ich auch ein neues in 2 Wochen. Sogar nur mit einem Buchstaben. Finde ich sogar noch ein Stück cooler als das jetzige. Jetzige ist aber auch cool. Jetzt wird hier auf entspannt Menemen gegessen, Tomaten und Ei. Kein schwieriges Rezept, dafür sehr, sehr lecker, wenn ihr irgendwie eine Frau beeindrucken wollt oder so. Macht einfach Menemen. So. Business Talks sind fertig, jetzt geht's nach Düsseldorf zu Ernie. Das ist ganz komische Situation. Uns hat gerade ein berühmter Profiboxer, also wirklich sehr berühmt, einer der neuen Generation, also der steht zu null im Boxen, hat noch nicht eine Niederlage, hat über 2 Millionen Follower und er schreibt einfach Watto an, also so unserer Brand. Verrückt. Der ist halt schon einfach in den Insta-DMs von Watto. Leute, checkt den neuen Watto-Drop an, ganz wichtig. Aber Bruder, ganz komische Situation. Ich muss ehrlich sein, ich kannte ihn vorher nicht, aber meine Kollegen rasten gerade alle aus. Die sagen, boah, den muss man kennen, bla bla bla, der ist NBA-Level, was Boxen angeht. Der, man kennt ihn auf jeden Fall, wenn man sich mit Boxen auskennt. Heftig. Heftig. Nur damit du weißt. Why you always lying? What you eat with, the girls that you sleep with, what you talk with, walk with, speak with. Ha, was haben wir denn hier? Hier sind Ballons. Das muss es sein. Mhm. Ich glaube schon. Nee, oh. So, doch nicht. Hä? Da. Oh mein Gott, Bruder. Das ist da. Das aber Ziel jetzt hier parken hart. Hartes Parken, Digga. Ey, Leute werden mir das nicht glauben, ne? Aber ehrlich jetzt, das finde ich unfair. Ich fahre hier dieses Parkhaus hier runter und erstmal eine ganze Etage, also es waren so 20 Parkplätze, nur für Frauen. Parkplätze für Frauen. Gleichberechtigung? Wo sind Parkplätze für Männer? Ich sehe hier keine. Das ist keine Gleichberechtigung, ich check das nicht. Ist okay und so, Gleichberechtigung. Ich bin ehrlich, für Gleichberechtigung. Aber ist das Gleichberechtigung, wenn Frauen Vorteile bekommen? Nein. Aber ich habe mir einen Parkplatz ausgesucht, der zu mir passt. Die Nummer 10. Oh yes, baby. Ich habe schon gesehen, da sind auf jeden Fall schon einige Leute vor dem Laden, obwohl der noch nicht mal jetzt irgendwie direkt geöffnet wird oder so. Chillen da einfach schon ein bisschen früher. Mein Auto ist geschlossen und ich gehe jetzt hoch und probiere den Sucuk-Döner. Okay, wir sind jetzt in dem Laden drinnen von René. René ist noch nicht da. Von innen sieht super aus, ehrlich. Bin sehr, sehr überrascht. Wir zischen aber kurz weg, weil die anderen eh noch ein bisschen brauchen und holen kurz ein Mikrofon. Was geht ab, Jungs? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab?
Safe, safe. Alles klar? Ja, bei dir? Ja, normal muss. Wir sind nicht über Rot gegangen, das ist eine grafische Editierung gewesen von Justin. Guck, jetzt hat er es weggemacht. Ist grün gewesen die ganze Zeit. Wir sind gerade Richtung Königsallee. Das sind, glaube ich, die ganzen reichen Läden und sowas und diese ganzen Modeboutiques, die unnormal teuer sind. Wie so random einfach so ein Mini-Park. Doch, schon schön. Düsseldorf 1 bis 10. Ich bin schon oft in Düsseldorf gewesen. Mein Tätowierer ist hier. War mal im Studio hier mit Billy und so. Gibt Düsseldorf 7,5 von 10. Sehr streng bewertet. 7,5 ist gut. Aha, aha. In New York, I'm Millie Rock. Hast du die Fähigkeit, so zu lachen und dann einfach mit dem Lachen direkt aufzuhören? Ja. Okay, jetzt bin ich dran. Erzähl mal einen Witz. Was steht auf dem Grabstein von einem Mathematiker? Damit hat er nicht gerechnet. Guck mal bitte, wie die Läden hier aussehen, Junge. Ich will hier gar nicht stehen. Das ist mir zu luxuriös. Ich fühle mich unwohl. Guck, was für Läden hier sind. Armani, Philipp Lein. Bei Philipp Lein, No Front, das ist genau die Marke, wo Leute hingehen, die sehr viel Geld haben. Weil ich glaube, es gibt keine bessere Beispielmarke, als für viel Geld einfach irgendeinen Schrott zu kaufen. No, also auch schon Front. Wir holen hier so einen Popschutz einfach fürs Mikrofon kurz. Und wir fragen jetzt so einen Mitarbeiter einfach. Wir fragen Technik. Checkst du? Bei Technik fragen? Technik fragen! Ah! Haben Sie vielleicht so Popschutz für so kleine rote Mikrofone wie diesen hier? Nee? Gar nichts für Mikrofonzubehör? Okay. Eine Niete gezogen und jetzt geht's wieder zurück ohne Zubehör. Passiert auch manchmal. Manchmal verliert man im Leben. Dann ist es aber wichtig, nicht aufzugeben, sondern direkt am nächsten Tag weiterzumachen, okay? Nicht durch Qualität kommt man zum Erfolg, sondern durch Konstanz. Das heißt, wenn ihr durchgehend irgendwas schafft, dann seht ihr irgendwann Erfolge und knackt ihr eure Ziele. Wenn ihr einfach nur gut in einer Sache seid und es nur einmal macht, bringt euch das auch nichts. Ihr müsst es immer wieder machen, okay? Digga, wie viel ich von diesen Dingern hier schon gekauft habe, ne? Ich will es gar nicht wissen. Ich habe locker, also mindestens schon über 6.000 Euro in FIFA. 6K, das ist die Hälfte von meinem Auto. Das ist ein Viertel von Justins Auto. Das ist ein Zwölftel von dem neuen Auto, was ich mir hole. Rechner können rechnen. Wir wollen die Tiere eigentlich. Müssen die nicht irgendwie eigentlich nah am Wasser sein? So. Sind das nicht Enten? Ich glaube schon, ganz Enten. Ja. Gänse. Ja. Als ob die nicht am Wasser sein müssen. Hier ist kein Wasser in der Nähe, oder? Doch, Düsseldorf ist an einem. See oder Fluss? Ein See, sagt er. Er ist dumm, checkt ihr? In Düsseldorf ist kein See. Nur ein Fluss. Dummkopf. Was? Geh mal jetzt beiseite, das ist mein Brot. Spaß, du darfst. Nimm. Ich gönn dir. Reicht. Reicht jetzt. Jetzt ist meins. Okay, du darfst wieder. Weitermachen. Auch mal den Kameramann ärgern. Was geht ab? Alles klar? Alles klar? Oder mit Polizei? Polizei ist auch hier, überall. Was geht ab? Alles klar? Was geht ab, Jungs? Was geht ab? Alles klar, Bruder? Was geht, Digga? Ich chill immer. Ich muss lange warten, ne? Bruder, die sind hier schon so lange, direkt seit Anfang an. Krass. Hey! Was geht ab? Wie geht's dir? Gut, und dir? Junge, bist früher als ich da, Alter. Machst du Laden? Junge, du kommst eine Stunde vor deiner eigenen Ladeeröffnung. Ja, normal, Bruder. Wie normal, Junge? Weekend League spielen, ja? Ehrlich jetzt? Ja, 20 Spieler. Er spielt ehrlich Weekend League. Hast du gerade gestreamt oder was? Nein, bis 6 Uhr morgens. Oh mein Gott, Digga. Ja, ich bin gespannt, ne? Wie es wird. Ich bin auch gespannt. Ich hab Hunger auch. Kriegst gleich was zu essen. Was? Ihr habt Sucuk-Döner, ne? Ja, normal. Ja, ja, okay. Was denn sonst, Bruder? Was habt ihr noch? Dürüm ist dabei, Falafel. Und haben wir noch irgendwas anderes mit Sucuk? Oder nur Sucuk-Döner? Nee, Döner. Achso, okay, krass. Ja, okay. Leute, Sucuk, ein Chill. Justin blendet die Adresse einmal kurz ein. Ab jetzt geöffnet. In 20 Stunden. Kennst du Lügengeschichten? Lügengeschichten erzählen damit. Nein, nicht 24 Stunden. Leute, kommt einfach, er wird eh offen sein. Fertig. Die Polizei macht schon Augen, ne? Entspannt, entspannt. Ist sonst noch irgendwer da? Nee, Digga, ich bin ein Vorzeigeding.
Ja, wann kommt Kacheng? Kacheng kommt als letztes, safe. Ja, bestimmt 14 Uhr, 15 Uhr oder so kommt er. Jetzt wird auf jeden Fall dieses Band durchgeschnitten, was man immer macht bei einer Ladeneröffnung. Das gucken wir uns an. Hagen, Ernesto, ihr habt in den letzten Wochen richtig, richtig Gas gegeben. Ihr habt was richtig Geiles mit Mehmet und Ozan aus Krefeld auf die Beine gestellt. Wir sind alle richtig stolz auf euch. Leute, alle zusammen Countdown ab 3. 3, 2, 1. Und dann kann man schon essen, Jungs, jetzt? Ja, jetzt geht's los. Nein. Ihr kriegt als erstes Glavakal. Er will testen, er muss testen. Ja. Du musst den ersten essen, Bruder. Ah, ich hab schon gegessen. Hast du schon gegessen? Ja, okay, dann nehme ich den ersten Döner, krieg ich. Let's go, offiziell. Okay, ey, du musst mir aber empfehlen, wie wir den machen. Das, wie du am besten findest. Okay, du kriegst einen Cheddar. Ein Cheesy von mir. Okay, hört sich gut an. Cheesy hört sich gut an. Käse mag ich. Außer er ist irgendwie an Füßen oder so. Käseschimmel oder so. Das mag ich nicht. Käsefüße. Geschmolzener Käse. Roher Käse auch nicht. Rohen Käse mag ich auch nicht. Film mal bitte, was für ein Bild von René da reingenommen wurde. Er hat so das heftigste Urlaubbild genommen. Man denkt, das ist so ein Love Island-Bild oder so von einem Kandidaten. Das war Malle, Bruder. Love Island-Kandidatfoto, Digga. Bachelor. Aber eigentlich Bachelorin. Gut, oder? Ja, ja. Meinst du, soll ich mich bewerben? Ja, ja, komm. Boah, das sieht schon sehr gut aus. Ich mag alles. Ich mag alles. Sehr gut. Dann kriegst du erstmal Zwiebeln von mir. Ja. Eisbergsalat von mir. Ja. Okay. Ein paar Tomaten. Mhm. So. Schau mal, sieht gut aus. So Röstzwiebeln feiere ich. Ja. Gurken feiere ich auch. Mach wie du willst, ohne Käse aber auf jeden Fall. Kein Käse. Ja. Okay, okay. So groß habt ihr noch nicht, ja? So groß sind noch nicht. Ja. Boah, stark. Sehr, sehr stark. Der erste Sucuk-Döner, Leute. Nein, ohne Spaß, ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, wir haben jetzt hier einen Sucuk-Döner. Also ein Döner mit Sucuk-Fleisch statt normalem Fleisch. Von dem Laden von meinem Bruder Enne auch in Düsseldorf. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Hier ist Käse drin. Das ist eine Cheddar-Version. Hier gibt es auch mehrere Versionen von Sucuk-Döner. Mit Ei und so ist hier auch drin? Na, gibt es auch. Ah, gibt es auch zum Beispiel, heute okay. Nur Classic und Cheddar. Ja, hier ist Cheddar und sowas drin. Könnt ihr gerne besuchen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sucuk-Döner habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich bin gespannt. Das Ding ist zwar von Erne, aber wenn es nicht schmeckt, dann sage ich dir das sag, auch. Sag mal, sag. Okay. Schmeckt es unterschiedlich. Oh mein Gott. Sei ehrlich. Oh mein Gott, Erne. Ahmed, probiert jetzt. Gönn dir, Bruder. Das Brot, schön knackig. Ei, 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 ei. Mmh. Boah. Das schmeckt ein bisschen wie so eine Mischung aus Döner und Hotdog auch. Also schmeckt unnormal geil, aber nicht so wie ein normaler Döner schmeckt. Was sagst du zum Brot? Das Brot ist das heftigste vielleicht sogar. Ich finde das Brot geisteskrank. Ich muss noch einmal reinbissen mit dem viel ganzen Fleisch hier. Rein, rein. Ist natürlich auch halal. Mmh. Was? Du. Ah. Mach rein. Ich komm schon, Bruder. Komm. Komm. Okay, komm. Ich muss sagen, Sucuk-Döner, noch nie gegessen. Ich bin aber positiv überrascht. Ich würde dem Döner wirklich eine 9 von 10 geben. Also. Und ja, mein Döner kriegt eine 9 von 10. Okay. Aber das ist ehrlich eine Variante. Wenn man das noch nie gegessen hat, muss man probieren. Und ich würde immer so abwechseln zwischen normalen Döner und so einem Döner. Ohne Spaß, riecht cool. Was ist so für Döner-Variante? Eine Alternative. Habe ich ein bisschen Dreck in meinem Mund? Ja, ein bisschen, bisschen. Ein bisschen? Boah, Alter, heftig. Stark. Ehrlich stark, Ernie, ich bin stolz auf dich. Danke, Bruder. Wie geht's dir, Casey? Willst du reinlassen? Weiß rein. Ich hab auch gut gefallen. Ja, komm. Rein. Junge, was war das für ein Biss? Du hast gar nichts abgebissen, richtig. Ja, richtig, Junge. Daniel. Natürlich. Du musst so. Casey ist auch da, Leute. Sag, ist er ehrlich? Was findest du? Erster Bissen? Schmeckt schon geil. Guck mal, wie er lügt. Er hatte nur Salat. Nein, schön die gerösteten Zwiebeln. Brot ist auch schon gut. Ja, das Brot ist ehrlich sehr, sehr gut. Der Case ist voll der Süße, er hebt sogar direkt auf. Muss man auch festhalten, bodenständiger Mann hier. Soll ich machen? Digga, wow.
Das war Cutshaken, Junge, er kann nicht essen. Er kann nicht essen. Alter, was machst du da? Voll Sand, das geht ja bis da hinten, hab ich gesehen. Ich hab schon gesehen, Alter. Ist ehrlich heftige Stadt. Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr starker Döner. Kommt auf jeden Fall Düsseldorf abchecken, Leute. Aber nee, auch um NE zu supporten und den muss man sowieso einmal probiert haben. Den Sucuk-Döner, Digga. Aber wie kostet der überhaupt? Er kostet nur 3 Euro? Gerade hier zu besonderen Anlass. Eröffnung. Der Pleite, glaube ich, wieder immer machen. Ja, ja, ist zu teuer, zu günstig. Ja. Was sagst du? Gut. Ist gut, ne? Ist nicht so stark, dieses Sucuk ist nicht so stark nach Knoblauch, aber ja. Schmeckt es raus. Ich finde aber, das schmeckt schon anders als normaler Döner. Das schmeckt anders, ja. Ja. So ein bisschen dieses Knoblauch schmeckt man raus. Ja, Mann, so eine Abwechslung, finde ich. Also das Wichtige ist nämlich, was sie oft bekacken, die Döner, ist das Brot. Das Brot ist stark, Mann. Das würden das... Warte, hier nur alles so dreckig. Das Brot ist heftig, Annie. Ja, das ist das Wichtigste. Brot ist sehr wichtig. Mhm. Kamst du überhaupt darauf, so einen Sucuk-Dönerladen zu öffnen? Bruder, ich habe das erste Mal gegessen in Krefeld, dann fand ich das geil und dann habe ich gedacht, in Düsseldorf gibt's sowas noch nicht. Du machst einfach hier. Probier ich das nicht einfach mal aus, noch was Neues nebenbei von YouTube und Streaming, ja. Was anderes ausprobieren, neue Standbeine aufbauen so auch. Ne? Ist auch cool, ist mal was anderes, nicht so das übliche. Ich bin auch vom Produkt überzeugt so. Ja. Manche haben wieder auf Twitter geschrieben. Geld und hier und da, oder normal will ich auch Geld damit machen, ist ja klar, oder? Wir will kein Geld damit machen. Ja, ja, aber ich feiere das Produkt, ist eine gute Idee, gute Lage. Ja, du hast alles richtig gemacht, ohne Spaß. Danke, Bro. Bin stolz auf dich. Okay, jetzt Justin, der Kameramann. Hä, Digga, wir teilen, wir sind Brüder. Geil. Geil? Junge, bist doch erstmal zu Ende, bevor du sagst geil. Hau erstmal ein bisschen. Brot ist brutal. Brot ist krass. Brot macht echt viel aus. Eins bis zehn. Eis rauf, Junge. Komm einfach rein. 9. 9? Alter. Digga, der kriegt von jedem eine gute Bewertung, ehrlich. Digga, Justin soll mir ein Getränk holen. Er holt mir von allen Getränken, die es gibt. Cola Zero. Willst du mir damit irgendwas sagen? Bin ich fett? Nee. Das Nee hat sich ironisch angehört. Du bist hübsch. Ironie. Ah. Ich hab so einen Freund von mir, ne? Aus China. Hat mir ein sehr, sehr deepen Zitat mitgegeben. Und ich würde gerne deine Bewertung hören. Okay. Das Zitat lautet, du kannst auch Chinesisch, ne? Mandarin oder Kantonesisch? Dann beides. Ja, okay, das Mandarin. Ja. Fu Changane, Bodung Dao Dao Seta, Fu Tung Gao, Seizimma. Das ist der Begriff meines Skills. Aber hast du ein bisschen verstanden? Gar nicht verstanden. Ich hab gar nicht verstanden. Ich bin jetzt in den Bereich angekommen, ihr seht, wie das tropft und so. Da ist nur noch Käse drin. Er schmeckt unnormal lecker. Das ist wie so ein Käseschmelzerbrot, was man sich so selbst zu Hause gemacht hat jetzt am Ende. Mit leckerem Brot aber. Ich muss auch sagen, dass auch nicht nur der Sucuk-Fleisch, sondern auch das Drumherum ist ein bisschen anders. Ne? Als Ja, das meine ich. Er schmeckt wie nicht wie so ein normaler Döner. Die Soße ist scharf, weiter, Honig selten. Ist auch geil, aber ich glaube, da muss ich noch eine andere Soße. Käse ist noch geiler. Ja. Aber Mann. Mann, Digga, Justin, Mann. Alter, man kann echt dreckig machen damit. Das ist die Soße, die nicht rausgeht. Das ist extra so ein Mittel. Ja, du Wichser. Ja, nee. Darf ich auch einmal gleich schneiden? Ja. Ja? Ich ziehe auch Ausrüstung an. Okay. Auf Mitarbeiter des Monats. Soll ich deinen Döner machen? Ja? Ich mach deinen. Ich küsse dein Herz. Gerne, Bruder. Er freut sich, Bruder. Er weiß noch gar nicht. Ich freue mich wirklich. Ja, ich mach deinen, ne? So wie ich will. Okay, mach so wie du willst. Ey, was macht der? Ich darf seinen Döner machen, meinte er. Okay, Chef. Sag mir welche Soßen du magst. Du meinst, du machst. Soll ich entscheiden? Okay, dann entscheide ich. Ich nehme als erstes diese rote, was auch immer hier drin ist. Ich weiß es nicht. Das Ketchup? So, warte. So, erstmal. Weißt du, damit du auch glücklich bist, weißt du? Dann dazu ein bisschen Knoblauch, weil wir achten nicht so auf Mädchen und so. Es geht um den Geschmack, nicht um Mundgeruch, weißt du? Ordentlich. Okay, so. Dann, gibt's irgendwas, was du nicht magst?
Ich mag keine Tomaten. Keine Tomaten? Okay. Dann haben wir erstmal Tomaten rein, ein bisschen. So. Dann noch ein bisschen Zwiebeln. Ich habe doch gesagt, Mundgeruch ist egal. So, zack. Salat auch noch. Gehört dazu, du weißt. So. Dann da drauf nochmal, das eine Taktik, diese, was auch immer hier drin ist. Komm nochmal drauf. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Platz für Fleisch. So, okay. Falsch? Ah, okay, ich verstehe. Ja. Jawohl. Applaus. Boah, Applaus, Jungs. So, was mache ich hier? Liegt einfach hier, ne? Jetzt kommt das hier. So. Jetzt nehme ich hier dieses Fleisch. Da draußen dicke Stücke Brot. Ein bisschen so rein mit dem. Noch ein bisschen mitnehmen, ne? Oder was ist oder reicht? Ein bisschen Brot, genau. Ja, ich mach sofort. Kannst du ein bisschen drucken, dann geht's. Was riecht gut, Alter? Digga, ich sag dir, das liegt einfach an diesen kurdischen Gen, Bruder, Döner machen. Jetzt kommen die Topping, komm mal hier hin. Was willst du gerne an Topics haben oder soll ich entscheiden? Ich sag einfach gar nichts, weil am Ende machst du wieder. Ich mach, ne? Ich entscheide. Okay, wir nehmen ein bisschen Röstzwiebeln, die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. So. Röstzwiebeln drauf, dann ein bisschen Jalapenos für die Schärfe. So. Dann noch ein bisschen Käse, damit wir das auch ganz ein bisschen abmilden. Verstehst du? So. Und, ganz wichtig, ein Mais. Und zum Abschluss noch mal Soße drauf. Ey Jungs, wem gehört dieser Döner? Die Arbeit. Ey, Mohammed war richtig großzügig, Jungs. Ohne Scheiß. Wow. Und hier ist dein Sucuk and Chill, mein Bruder. Ja, nee, lass es dir schmecken. Wie gut, Alter. Hast du das schon mal gemacht? 3 Euro. Ja. Das war gut, ne? Ohne Spaß, das war gut, ne? War gut, ne? War gut, ehrlich. Ey, Mann. Was da? Digga, du bist ein paar Jungs. Ich kann kurz den Tisch sauber machen, damit ich wieder so. Was ist das, Alter? Geil, Alter. Was geht ab, Jungs? Danke. Kann ich auch eins vor? Tabak, fresher Hoodie. Hamid wartet drin auf dich. Echt? Ist er drin? Ja. Okay, ich hole auf. Hey, Massi, was geht ab, Bruder? Alles klar? Wie geht's dir, Bruder? Schön, dich zu sehen. Hey! Wie geht's, Bro? Alles klar? Ich bin Supporter, Bro. Ja. Wow! Massi, gut, sieht schön aus. Steht dir? Also, schön aus, Bruder. Ja, findest du? Ja, wie findest du, Conny? Echt gemütlich so. Ja, geil. Freut mich. Ach, schon geil. Das Riese mag ich. Ja? Ja, habe ich aber letztes Mal auch schon gesagt. Jetzt wieder ein bisschen frischer, ne? Ja, jetzt muss das so rauswachsen. Dann nein, ich finde so auch fresh. Ja, zeig mal. Das, was du mir gegeben hast. Das, was ich dir gegeben hatte. So, wir haben uns jetzt nochmal 2 Döner geschnappt zum Auto. Digga, wie viele Blätter sind hier drin? Hilfe! Jetzt geht's wieder zurück. Also die Döner waren ehrlich sehr, sehr gut. Sonst hätten wir uns auch nicht nochmal einen zweiten geholt. Ich bin ehrlich sehr positiv überrascht. Mal überlegt, so ein Video zu machen, wo ich so ganz, ganz viele verschiedene Döner ausprobiere. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Videoidee nice findet. In einem Video so richtig viele verschiedene Döner. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und jetzt geht's wieder 2 Stunden zurück nach Paderborn. Wir haben hier noch einen Watto-Zipper. Ich glaube, wir verschenken das an so eine random Person, die wir einfach in Paderborn auf der Straße sehen. Also gleich, wenn wir ankommen, suchen wir einfach eine random Person, vielleicht eine, die mich erkennt oder so, und dann geben wir in den Zipper. Wir sind jetzt wieder zurück in Paderborn. Wir suchen uns jetzt einen Kandidaten aus, der den Zipper bekommt. Der Zipper war übrigens direkt ausverkauft, und den gibt es auch nicht mehr. Der war einfach nach 2 Stunden schon weg. Pulli gab es noch. Ich weiß nicht, ob wenn das Video rauskommt, ob es den noch gibt, könnt ihr es gerne abchecken. Justin packt den Link ganz oben in die Beschreibung von der Watto-Seite. Gerne drauf, wenn noch Pullis da sind, könnt ihr euch gerne einen Pulli ziehen. Wir verschenken jetzt aber einen Zipper. Limitiert, nicht mehr vorhandene Ware. Und wir sind, da ist der Geld direkt einer, Bruder, perfekt. Was geht ab? Wie geht's dir? Auch, Bruder. Was hast du für eine Größe? Schuhgröße? Nein. Kleidung. L, M. Passt M? Ja. Probier mal an.
Boah, der passt doch. Das ist doch oversized, Digga. Ich sag euch, die Sachen sind oversized. Sagt M oder L, M ist sogar so ein bisschen groß. Sieht fresh aus, Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerne, gerne. Boah, original, ich sag, der erste Supporter kriegt was und ich bin... Jetzt habe ich gerade hier geparkt, Digga, du hast meinen Namen gesagt. Ey, ich wünsche dir einen schönen Tag, hey, danke, ne? Ja, Freunde, ciao. Ciao. Ich werde jetzt nach Hause fahren, den Stream anschmeißen. Das war's mit dem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Was denn, willst du auch noch was sagen? Abonnieren nicht vergessen. Und ganz wichtig, bevor das Video zu Ende geht,